Hallo Leute, mein Name ist Elvana und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute diesen Make-up-Look für euch. Es ist ein ganz schlichter Look, den jeder nachkreieren kann. Da ist nichts Schweres bei. Ich benutze das ein oder andere neue Produkt und sage ganz kurz was dazu, aber das ist jetzt nicht wie ein First Impression oder eine Review. Außerdem, Leute, wir sind über 1000 schon auf meinem Kanal. Wir haben die 1000 geknackt. Wir haben schon über 1000. Wir sind über 1000 Leute und das ist so cool und ich freue mich so mega dolle und ich danke euch. Eure Kommentare, eure Nachrichten, die sind einfach Wahnsinn. Und als Dankeschön gibt es am Ende des Videos natürlich eine Verlosung. Und ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. So Leute, fangen wir direkt an mit der Pflege. Und zwar benutze ich hier von P2 so ein Primer Oil. Das habe ich von einer momentanen LA, also die ist auf jeden Fall noch aktuell. Schaut mal bei DM vorbei, da findet ihr das bestimmt. Ja, das ist das Primer Oil und das gebe ich mir einfach auf mein komplettes Gesicht. Es kommt mit so einer Pipette. So ungefähr schaut es aus und das verreibe ich dann einfach mit meinen Händen. Ganz schnell einfach über mein ganzes Gesicht. Während das Ganze dann einzieht, werde ich meine Augenbrauen machen. Und zwar benutze ich hier von Revive de Loop die Eyebrow Pomade in Dark Brown. Hier steht auch, dass sie waterproof ist. Ich glaube, viele von euch kennen sie. So schaut die Pomade aus und von innen sieht das Ganze so aus. Sehr, sehr ähnlich zu Anastasia Beverly Hills. Aber ich muss sagen, da ich ja auch die Anastasia Beverly Hills Pomade habe, kann ich auch beurteilen, was besser ist. Für mich gewinnt definitiv die Eyebrow Pomade von Revive de Loop. Einfach aus dem Grund, weil ich habe sie jetzt schon einige Male benutzt und sie ist weder ausgetrocknet, noch irgendwie hat es an Pigmentierung verloren oder sonstiges. Also ich hatte bis jetzt keine Probleme damit. Bei der müsst ihr nur aufpassen, dass ihr nicht zu viel nimmt, weil es echt heftig pigmentiert ist. Bei der Anastasia Beverly Hills Pomade hatte ich das Problem, dass es einfach immer und immer wieder ausgetrocknet ist und ich immer und immer wieder irgendein Öl mit reinmischen musste, so dass es überhaupt noch gebrauchbar ist. Obwohl noch nicht mal ein Öl wirklich was gebracht hat. Aber das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Also ich finde, es ist eine Frechheit und ich finde auch den Preisunterschied enorm. Das hat mich, glaube ich, 2 Euro noch was gekostet. Und die von Anastasia Beverly Hills kostet nun mal 30 Euro. Und es kommt übrigens auch mit so einem Bürstchen. Beziehungsweise mit einem Pinsel auf der einen Seite und einem Bürstchen auf der anderen Seite. Es ist sehr klein, aber ich meine, ja, man kann damit arbeiten, ne? Ich habe, wie ihr sehen könnt, auch damit schon mal meine Augenbrauen gezogen. Ich werde hier aber jetzt meinen Augenbrauenpinsel von, beziehungsweise das ist eigentlich ein Eyeliner-Pinsel, von Zu Eva benutzen in der Nummer 317, glaube ich. Das ist schon ein bisschen abgegangen hier. Und ja, damit werde ich jetzt meine Augenbrauen machen. Ich werde das Ganze aber ein bisschen vorspulen und mit Musik hinterlegen, einfach weil es jetzt ein bisschen länger dauert. Und ja. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though. But soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret. Also ich finde immer, die Kunst liegt darin, die Augenbrauen zu umranden und zu säubern. Also achtet jetzt nicht auf... Nee, das ist nicht das fertige Ergebnis. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number... Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more. So, jetzt fixiere ich meine Augenbrauen und zwar mit dem Essence Eyebrow und Gel Mascara. Und da gehe ich einfach so über meine Augenbrauen drüber. Jetzt, wo alles in meinem Gesicht eingewirkt ist, benutze ich meinen Primer. Und zwar ist der Maybelline Master Prime Pore Minimizing Primer. Und den gebe ich mir überall da auf, wo ich große Poren habe. Sprich hier an meinen Wangen. Das war schon zu viel. So an meinen Wangen. Und auf meine Nase und so an meinem Kinn. Und das verteile ich dann einfach komplett
kommen wir zur Foundation. Und zwar habe ich hier zwei Stück zur Auswahl. Einmal die Maybelline Superstay 24 Stunden Foundation, die über die jeder redet. Und einmal die von Revlon, das ist die Colorstay Combination and Oily Skin Foundation, auch 24 Stunden. Diese hier habe ich schon einige Male getragen und ich bin super, super zufrieden. Das ist gerade so meine neue Lieblingsfoundation geworden. Die habe ich aus dem Rossmann. Die hat, glaube ich, 14 Euro oder so gekostet und die kostet, glaube ich, um die 11 oder 12 Euro. Also die von Revlon ist auf jeden Fall eine Foundation, die man aufbauen kann. Man kann eine sehr, sehr deckende Deckkraft erzielen, indem man sie aufbaut über mehrere Schichten. Aber sie kann auch sehr, sehr schwach sein, indem man nur eine Schicht aufträgt. Also das finde ich super, super gut an der Foundation und das Gute an dieser hier ist auch, dass das nicht cakey oder fleckig wird oder so. Also das ist eine echt super tolle Foundation und diese Foundation habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Ich habe auch ein bisschen Angst, die jetzt auszuprobieren. Dann würde ich das ganze Make-up kaputt machen. Vielleicht. Muss nicht sein, aber vielleicht. Ich werde jetzt meine gewohnte Revlon Foundation auftragen, einfach weil ich weiß, wie sie ist. Und bei der habe ich ein bisschen Angst, dass das jetzt das Ganze, also unten drunter einfach alles kaputt macht oder vielleicht gar nicht zusammen funktioniert. Ich kann ja mal ein extra Video dazu machen oder vielleicht, ja, halt so ein First Impression oder sowas. Falls ihr so auf sowas Bock habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich die Foundation ausprobieren in einem Video. Ansonsten nicht. So, ich trage die Foundation mit meinem Zu Eva 104 Bufferpinsel auf. Da gebe ich mir einfach so zwei Pumpstöße auf meinen Pinsel und verteile mir das dann in mein Gesicht. Ihr könnt natürlich auch die Foundation auf euer Gesicht auftragen und dann verblenden oder auf euer Handrücken. Ich habe es jetzt so gemacht, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, wie ihr es macht. So, dann benutze ich meine zwei liebsten Concealer. Und zwar ist es einmal der Make-Up Revolution Conceal and Define Concealer. Und einmal der von Revive de Loupe Waterproof. Der nennt sich Color Correcting Concealer in der Nummer 01. Und ich gebe mir zuerst den von Make-Up Revolution unter meine Augen. Sehr großflächig. Und auf der anderen Seite natürlich auch. So. Und dann gebe ich den von Revive de Loupe einfach drüber. Damit gehe ich aber auch an meine Stirn. So. So. Und das Ganze tupfe ich dann mit so einem Schwamm einfach ein. Und wie ihr vielleicht vorhin gesehen habt, ist die Foundation sehr, sehr dewy. Also sie ist zwar für ölige bis Mischhaut, aber die Foundation ist halt sehr, also sie ist nicht matt, wisst ihr. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, das finde ich auch sehr gut an Foundations, wenn sie nicht matt sind. Weil, wenn Foundations matt sind, kann es sehr schnell aussehen, als wäre euer Gesicht cakey. Also die Foundation kann sehr schnell cakey aussehen, obwohl ihr ölige bis Mischhaut habt. Also da habe ich jetzt das Problem zum Beispiel auch bei der Huda Beauty Foundation, dass sie mir zu matt ist, wisst ihr? Ich frage mich auch, wie Leute mit trockener Haut mit der klarkommen, aber okay. So, jetzt wo mein Concealer eingearbeitet ist, werde ich baken. Aber ich bake nicht mehr mit Babypuder, sondern ich bake mit Speisestärke. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich damals auch sehr zufrieden damit war und es auch immer noch bin. Also probiert es gerne mal aus. Ich meine, schaden kann es ja nicht. Und das tupfe ich mir dann dahin, wo ich Concealer aufgetragen habe. Ich sehe jetzt sehr, sehr komisch aus. Aber das wird ja eh wieder weggewischt. So. Das Ganze werde ich jetzt erstmal so einwirken lassen. Für ungefähr 5 Minuten. Nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz. Wie gesagt, ich habe ölige bis Mischhaut. Ich brauche Baking. So Leute, da das Ganze jetzt sehr gut eingezogen ist, werde ich mir jetzt einfach so einen Pinsel nehmen und das alles wegwischen. Und ich gehe da auch über mein ganzes Gesicht eigentlich, damit auch der Rest meines Gesichtes gut gesettet ist. Jetzt werde ich mein ganzes Gesicht konturieren und zwar benutze ich hier von BH Cosmetics die Konturpalette und da benutze ich diesen Ton hier. Ich benutze diesen Ton hier mit so einem Zu Eva Pinsel. Das ist der 109 Luxe Face Paint. Dann gehe ich mit so einem Pinsel, der ist ein bisschen abgeschrägt, in diesen Banana-Ton und gebe mir das unter meine Augen. Und das tupfe ich auch so ein.
Dann benutze ich meinen MAC Give Me Sun Bronzer. So sieht er aus. Und mit so einem Pinsel, einfach mit einem Fächerpinsel. Und gehe nochmal so an meine Wangen, damit ich so einen sonnengeküssten Look kreiere. An meinem Auge habe ich jetzt nichts Krasses gemacht. Ich werde den Concealer, der sich da oben abgesetzt hat, jetzt erstmal verteilen. Dann werde ich mit so einem Blending Brush in die Kali Bible Palette reingehen. Ich benutze diesen Ton hier oben. Ich kann euch das leider nicht näher zeigen, weil die Highlighter mir zerbrochen sind. Und das gebe ich einfach auf mein komplettes Lid. Und dann, wenn ich Lust habe, gebe ich mir noch so einen Bronze-Schimmer einfach auf mein Lid. Da benutze ich jetzt diesen Highlighter hier, einfach mit meinem Finger. Und gebe mir das dann so auf mein Lid auf. Tupfe das so auf. Dann besprühe ich mein Gesicht mit dem Mario Badescu Gesichtsspray. Also damit bin ich auch überhaupt nicht sparsam oder so. Ich liebe es. Dann benutze ich denselben Highlighter, den ich vorhin auf meinem Augenlid benutzt habe. Mit so einem Blender Brush. Der ist aber ein bisschen größer. Und damit highlighte ich jetzt. Wow. Oh Gott. Hier habe ich ein bisschen übertrieben, glaube ich. An meine Nase. Dann verblende ich natürlich alles schön miteinander. Dann nehme ich einfach wieder diesen Fächerpinsel und gehe überall drüber. Kommen wir zu meinem Eyeliner. Und zwar habe ich einen neuen mir von Wish bestellt. Der ist so gut, Leute. Der hat 1 Euro gekostet. Der hat auf der einen Seite so einen Stempel und auf der anderen Seite hat der so eine Filzspitze. Die Filzspitze bevorzuge ich einfach mehr. Ich werde das Ganze wieder im Schnelldurchlauf machen. So, mein Eyeliner ist nicht perfekt geworden, also es tut mir wirklich sehr leid, aber besser habe ich es nicht mehr hinbekommen. Ich benutze jetzt die Wimpern von Primark in dem Style Swept Away. Die Primark Wimpern kommen mit einem Kleber, den ich echt super, super gut finde. Den benutze ich auch sehr gerne für Wimpern, die jetzt nicht von Primark sind, also ich finde den echt top. Allerdings haben mir viele von euch geschrieben, dass es den Fingerskleber, auf den ich ja schwöre, wieder im DM zu kaufen gibt. Und als ich das gelesen habe, bin ich sofort zu meinem DM gelaufen und habe mir diesen Kleber gekauft. Aber jetzt gerade finde ich ihn irgendwie nicht, weiß nicht, wo der ist. Deswegen benutze ich jetzt den Kleber hier von Primark. Ihr solltet die Wimper auf jeden Fall antrocknen lassen, weil sonst verrutscht die Wimper hin und her und es klebt nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt, es klebt nicht. Also lasst den Kleber auf jeden Fall mal 30 bis 40 Sekunden antrocknen, vielleicht sogar länger. Wie gesagt, die Wimpern sind etwas natürlich, aber das stört mich jetzt nicht unbedingt. Ich tusche sie mal gleich und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich habe voll vergessen, Blush aufzutragen, deswegen benutze ich jetzt hier einfach so einen alten Blush. Das ist ein richtig alter von meiner Mutter. Den gebe ich mir jetzt einfach mal so auf meine Wangen. Nur so ein bisschen, nur so ein Hauch von Blush soll zu sehen sein. Ich habe gerade meinen Fingerskleber gefunden. Ich bin so blind, ne? Ich bin so blind, ey. Kommen wir dann jetzt zu meinen Lippen. Zuallererst benutze ich einen Lip Liner von Essence. Das ist diese Soft Contouring Reihe in 02 Nude Painting. Damit umrande ich meine Lippen. Also ich würde gerne einen Liquid Lipstick benutzen und dann darüber ein Gloss, aber ich habe jetzt keinen da. Deswegen gebe ich mir einfach direkt ein Gloss drüber und ich habe hier 2 neue. Und zwar sind beide von Essence. Das sind die Holo Wow Dewy Lip Shine Lip Glosse und die sind so unfassbar schön. Die gab es auch noch in anderen Farben. Aber ich fand diese beiden Farben einfach am schönsten. Und ich glaube, ich entscheide mich heute für diesen Ton. Guckt mal. Und das wäre dann jetzt der Gloss. Ich finde den super, super schön. So Leute, das war's mit diesem Video. Wie versprochen gibt es natürlich als Dankeschön eine Verlosung. Und zwar habe ich 18 Lippenstifte, die einer von euch gewinnen kann. Das sind 18 Lippenstifte
Und hier sind wirklich super viele Farben dabei. Also es geht von Rot zu Pink zu Nude zu Braun. Da ist wirklich von jeder Farbe was dabei. Hier sind ein paar gemischte Marken drin. Also ein bisschen Make-up Revolution, ein bisschen Freedom Make-up. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Traum von jeder Frau, so viele Lippenstifte zu gewinnen. Um beim Gewinnspiel mitzumachen, müsst ihr natürlich ein Abonnent meines Kanals sein. Das heißt, ihr müsst mich abonnieren, ihr müsst einen Kommentar hinterlassen, irgendeinen lieben Kommentar und hinter diesem Kommentar euren Instagram-Namen, so dass ich euch kontaktieren kann, falls ihr gewonnen habt. Die Verlosung geht genau eine Woche, also bis nächsten Donnerstag, also bis zum 12.06. Und ja, ich drückt euch allen ganz fest die Daumen und seid nicht traurig, falls ihr nicht gewinnt. Ich werde noch so viele Gewinnspiele machen. Ich werde euch alles irgendwann irgendwie zurückgeben. Ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich auch sehr freuen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Ciao!